Willkommen zurück bei My Sims Kingdom. Hier ist es auch schon dunkel geworden auf der königlichen Akademieinsel. Deswegen machen wir uns auf den Weg zu König Ronald oder Roland auf die Insel Royal. So, da sollten wir zurückkommen. Wir haben Level 5 erreicht und die Brieftaube Guillermo hat uns das mitgeteilt. Und ich lasse euch nochmal alleine auf der Fahrt dahin. So, da sind wir auch schon. Hui, Applaus, Applaus. Ah, Marschwin, was soll ich sagen? Du hast all unsere Erwartungen übertroffen. Und die waren ziemlich hoch. Oh ja, meine Untertanen waren schon lange nicht mehr so glücklich. Seit der letzten Blütezeit des Ordens der Stabträger nicht mehr. Ich danke dir. Moment mal, heißt das etwa, dass unsere Mission vorbei ist? Oh, Marschwin ist jetzt ein Meisterstabträger. Eure Mission ist erst vorbei, wenn ihr es so entscheidet. Ihr könnt den Leuten natürlich so lange helfen, wie ihr möchtet. Sir, Guillermo, sagt ihr etwas von einer Überraschung? Natürlich, Buddy. Das habe ich nicht vergessen. Marschwin, wir haben uns überlegt, wie wir dir für deine großartigen Taten danken können. Ich möchte dir etwas Land schenken, dein eigenes Land. Ich habe diese Insel verzaubert. Du kannst hier alles bauen, was du möchtest. Und deinem Zauberstab wird nie das Mana ausgehen. Tja, es wird schließlich Zeit, dass du auch einmal etwas für dich baust. Kraft des mir verliehenen Amtes befehle ich nun jedem einzelnen Sim dieses Königreichs, die riesige, verrückte Tanzparty bei Marschwin zu besuchen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Das ist wahrscheinlich die letzte Insel, die da noch nicht freigeschaltet war. Ja, wir haben das Spiel durchgespielt. Genau, das war wahrscheinlich die letzte Insel sein, wo das Wölkchen noch davor hing. Das ist also unsere eigene Insel. Wir dürfen ja jetzt bauen, was wir wollen. Schauen wir den lustigen Kerlchen mal hier beim Tanzen zu. Hätte ich vielleicht ein anderes Outfit wählen sollen, was tanzgeeigneter ist. Da sind sie alle nochmal. Tobor, genau. Tobor gab es ja auch auf der Raketeninsel. Auf der Raketeninsel. Die Leutchen von Candy Palooza. Ah, Gino, der Pizza-Bag, der ist ja auch da. Ist ja schön, dass du auch gekommen bist. Hast du Pizza-Miete gebracht? Alle vereint. Sie hätten mich ja zumindest vorher noch eine Tanzparty machen. Doch nicht eine Tanzparty, eine Tanzfläche bauen lassen können. René von René's Tierpark. Jo, und die Leute von Spooky Ghana. Die Froschleute. Wird ja jetzt noch interessieren, ob ich vielleicht irgendwie durch Zufall alle Fische gefunden habe und die Rüstungsteile, die wir sammeln sollten für Spencer. Und alle Blumen sollten wir ja auch noch einsammeln. Vielleicht gibt es ja noch eine, die letzte Blume auf meiner eigenen Insel. Man weiß es nicht. Das werde ich auf jeden Fall noch checken. Bevor dieses bisher längste Let's Play auf meinem Kanal zu einem Ende findet. Na, Turbo, do the robot move.
von niedlicher Stil, finde ich. Auch wenn es mit der Zeit sich immer so ein bisschen wiederholte, hat es trotzdem bis zum Ende hin Spaß gemacht. Und es gibt auch noch einen anderen Maisims-Teil. Es gibt hier das normale Maisims. Hab ich auch schon mal angefangen zu spielen. Hat mir aber jetzt nicht so riesig Spaß gemacht, weil da hat sich wirklich einiges immer wiederholt. Geht es dann halt darum, dass man auf einer Insel Hotels baut, beziehungsweise Häuser baut für Sims, die auf der Insel ankommen. Und das war halt, wie gesagt, immer wieder das Gleiche. Man begrüßt den Sim auf der Insel, weist ihm ein Grundstück zu und baut ihm ein Häuschen dahin, was seinen Ansprüchen genügt. Werde ich wohl nicht let's playen, aber was irgendwann da kommen würde, nach einer kleinen Pause auf jeden Fall, weil zwischendurch muss man auch mal was anderes zocken, ist My Sims Agents. Da ist ein kleiner Sim, der zu einem kleinen Detektiv ausgebildet wurde und jetzt in der Stadt die kleinen Verbrechen aufdecken muss. Das war auf jeden Fall super lustig, habe ich noch echt gut in Erinnerung. Das hat mir damals Spaß gemacht und das werde ich irgendwann auch mal hier auf dem Kanal let's playen. Und ich hoffe, euch natürlich auch dann wieder hier begrüßen zu dürfen. So, wollen wir doch mal schauen, wie hier noch weiterhin abgedanced wird. So, dann gehen die Credits auch zum Ende zu. Sind wir jetzt auf der Insel? Auf meiner Insel. Und Guillermo kommt. Was bringt er uns denn? Marschwin, ich freue mich, dir hiermit die Urkunde für Marschwins Insel überreichen zu können. Ja, genau. Da haben wir es doch. So, Riesengrundstück, wo wir was bauen können. Schauen wir uns doch noch kurz die Insel an. Hey, brauchst keine Angst haben, ist meine Insel, ich tue dir nichts. Ins Wasser kommen wir nicht. So, irgendwo noch ein Blümchen, ein besonderes Blümchen sozusagen. Aber eine Schatzkiste. Das war's, mehr gibt's hier nicht. Was schenkt der König uns denn hier für eine Insel? Gar keine Schätze hier. Wir haben mehr verdient. Nein, Spaß beiseite. Immer schön bescheiden bleiben. Da, noch eine Schatzkiste. Geht doch. Läuft. So, okay, wir hätten noch eine Schriftrolle zu erfüllen. Aber wo auch immer wir dieses Zeug noch finden hierfür, ich weiß es nicht. Deswegen lassen wir das auch sein. Okay, hier steht auch nichts mehr drauf. Da könnten wir bauen. Gucken wir doch mal, ob wir noch irgend... So, wir haben auch irgendeine Essenz nicht gefunden. Wie geht denn das? Egal. So, an pflanzbaren Essenzen haben wir alles. Genau, das sind die sozialen Essenzen, da haben wir auch alles. Und wir haben echt alle Fische gefunden. Haben wir denn von jedem Exemplar auch eins? Dann können wir nämlich direkt mal zu dem Captain oder Fischer fahren. Okay, Figuren haben wir dann doch einige nicht gefunden. Ja, egal. Und wir haben auch irgendwo eine Blume nicht gefunden und eine Ritterrüstung nicht. Egal. Ich finde, wir sollten aber dann zumindest noch einmal zu unserem Fischer zurückfahren und mal schauen, was denn da so als Belohnung warten würde. Und ich denke mal, das andere würde dann ähnlich sein. Was ist das? Mitwirkende Ansehen, um Gottes Willen, nicht nochmal. Insel verlassen. Da reisen wir hin. Den Fischer konnten wir glücklich machen. Gucken wir doch mal, was er zu sagen hat. Wo ist er denn? Barney, wir haben Fischis für dich. Da ist er. Wir müssen da hoch. Dup, 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 dup. Okay. Ja, ja, ja. Hallo? Hallo. Bleib so stehen. Oh, ein Arowana. Guter Fangmarschwin. Manchmal schwimmt mir so einer ins Ohr, wenn ich im Wasser bin.
Würde es dir was ausmachen, das Hafentor ein wenig hübscher zu gestalten, wo du schon mal hier bist? Das fände ich echt super. Nee, ist klar. Ich bin nicht hier, um irgendwas hübscher zu machen. Eben. Ein hübscher Barschmarsch, wie ich gehört habe, ist das der edelste Fisch überhaupt. Oh, wir müssen ihm jetzt jeden Fisch einzeln geben. Okay, ich lese das jetzt mal nicht durch. Ich mag ihm jetzt einfach die Sachen geben. Jo, und Wels haben wir auch, genau. Weiter geht's. Zitter, no, kannst 100 Stück haben. Wir haben 100 Stück gefunden. So. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig dabei, aber ich mag mich hier jetzt mal durchklicken, bis ich ihm alles gegeben habe. Wo sind wir denn? Bei Marlin sind wir angekommen. Marlin, Krake. So, lass mal gucken. Geht ja hier der Reihe nach vor. Marlin, Krake. Okay, das letzte ist der winzige Hai. Merken, bevor ich mich wie wild hier durchklicke. Nein, nicht mit ihr reden. Oh, das war der Roboterfisch. Seepferdchen, ja. Wasserschildkröte. Kannst du alles haben? Seeigel. Tintenfisch. Stachelrochen geben wir ab. Den Mondfisch geben wir ab. Winziger Hai geben wir ab. So, das müsste dann der letzte sein, den wir hier abgeben. Mal gucken, was daraus resultiert. Nicht? Wow, Marsch wie ein Seeteufel. Das ist nicht selten. Okay, wir haben also jetzt eine Belohnung dann bekommen. Was ist das? Du hast alle Fische gefunden. Hier ist deine Belohnung. Ein Kostüm? Really? Okay. Das ist für mich das Zeichen, dass ich nicht wirklich nach allem suchen möchte. Was wir suchen sollten für alle anderen Sims hier. Und damit würde ich sagen, die Folge war zwar nicht so lang wie die anderen Folgen, aber ich würde sagen, wir beenden hiermit das Let's Play. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich würde mich freuen, euch bei einem anderen Let's Play auf meinem Kanal wiederzusehen. Bis dann mal. Ciao.